Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast und YouTube-Kanal Tiefgründig erzählt und souverän kommuniziert und Persönlichkeitsentwicklung und tiefgründige Themen. Freut mich, dass ihr wieder einschaltet. Heutiges Thema: das Leben außerhalb der Komfortzone. Henry Ford hat einmal gesagt, wenn du immer das machst, was du schon immer gemacht hast, dann wirst du das Ergebnis bekommen, was du immer schon erreicht hast. Sozusagen, wenn du immer dieselben Dinge macht, was es schon ein ganzes Leben macht und eigentlich immer wieder die gleichen Themen und die gleichen Probleme und Sorgen und Ängste habt, dann müssen wir ja was ändern. Dann müssen wir sie ja verbessern. Dann müssen wir halt einmal was anders machen. Dann müssen wir halt einmal einfach andere Dinge machen. Man kann ja nicht dasselbe machen. Zum Beispiel, gebe ich euch ein gutes Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Auto repariere und es ist immer derselbe Fehler und ich komme nicht drauf und ich mache immer wieder denselben Fehler, mache immer wieder was kaputt, angenommen ein Teil, das was sehr viel Geld kostet. Und irgendwann werde ich mal sagen, ja, irgendwann geht das ja nicht mehr so, dass ich das so, das ist ja scheiße.